Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dungeons Echoing Void DLC. Zwischen den Tagen Dienstag, Donnerstag, gestern habe ich nicht gespielt. Da gab es den Paper Mario Stream, den ersten könnt ihr euch gerne anschauen, den zweiten, der kommt am Samstag, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wahrscheinlich kommt das Video erst nach Samstag. Genau. Ich habe ein bisschen weiter gespielt und einfach ein besseres Schwert. Mit den Verzauberungen Erfrischung, also wenn wir einen Gegner besiegen, dann können wir schnell unseren Heiltrank benutzen. Strahlenkranz, wenn wir einen Gegner treffen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, erzeugen wir um uns herum, dass uns 1000 Leben wiedergibt. Und Explosion, dass, wenn ein Gegner stirbt, seine Leiche noch ziemlich brutal explodiert. Genau. Wir haben das letzte Mal... Das erste durchgespielt? Gibt's nur zwei? Zerstörte Zitadelle. Ich weiß es nicht, aber auch selbst auf der Overworld. Ich weiß nicht, ob ihr das direkt jetzt so sehen könnt. Aber auf der Overworld krabbelt auch manchmal dieses Ding rum. Wir haben die Wildnis des Endes schon gespielt, gell? Ich weiß es nämlich. Ich muss jetzt gerade echt nachgucken. Mann, bin ich professionell vorbereitet. Hier YouTube. Nicht Papa Mario, Echoing Void. Sechste. Warum fragt ihr euch? Die Wildnis des Endes und hier gibt es noch ein DLC-Dings. Hier ein Secret Dungeon. Okay, aber wo der ist, weiß ich nicht. Das heißt, ich drücke erstmal den falschen Knopf, weil... Xbox-Controller. Genau, ich habe es jetzt geschafft, das alles zu verbinden und so. Ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, die Roomtour aufzunehmen. Und was geht's denn überhaupt? Du hast das Herz der Leere erreicht und die letzte Bastion der feindlichen Macht gewonnen. Es ist an der Zeit der Saga, der cool. Da ist der Bosskampf. Ich stelle ihn ein Stück runter, das tut mir auch leid, aber sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wie der Bosskampf verläuft und es wäre schon gut, wenn ich ein bisschen weiß, was auf mich zukommt. Jetzt kann die Story kommen. Du hast dich tapfer bis zum Herzen der Leere vorgekämpft und die letzte Bastion der feindlichen Macht erreicht. Stelle dich den Feinden, die hier lauern, und setze diesem Wahnsinn ein Ende. Mach ich. Dafür bin ich heute da. Genau. Gott, ist das bei euch auch so laut? Oder wieder mal nur bei mir? Wahrscheinlich wie immer nur bei mir. Zu der Roomtour komme ich vielleicht heute noch, ich weiß es nicht. Ein Applaus für mich. Genau. Das ist das letzte DLC, was jemals für Minecraft Dungeons rauskommt. Ach, ich habe meine Elytra. Weil jetzt ist das offizielle Ende der Story und das heißt, wir erleben heute das Story-Finale von Minecraft Dungeons. Ja. Pam! Oh Gott, sind das wieder. Ich jetzt mal wegmachen hier schön. Die sind stark, das weiß ich. Aber wir haben so einen ultra starken Bogen, der fast alles one-shottet. Das ist auch Wahnsinn. Geht da schon rüber? Wieso springt denn der da nicht hin? Action! Wenn ich das richtig sehe, müssen wir hier von Insel zu Insel. Und ich würde vorschlagen, wir haken das Stück für Stück ab. Boah, das ist sehr laut. Ich weiß gar nicht, hört ihr mich überhaupt oder ist der Sound zu laut? Also wie ich das sehe, ist der Sound nämlich gerade sehr laut. Ich setze ihn für euch noch ein Stückchen runter. Halt, hallo, hörst du auf mich zu sprechen? Ich versuche jetzt auch wieder ein bisschen lauter zu sprechen. Tut mir leid. Ich mache einfach den Sound bei mir lauter, dann rede ich auch lauter.
Also ich hoffe, dass das Sinn ergibt. Okay, wir müssen rechts nach oben. Ich würde aber gerne auch links ein bisschen was erkunden, weil ich habe keine Ahnung, was es gibt. Das DLC ist ja auch für mich bedingt blind. Das heißt aber, wir werden jetzt auf den Enderdrachen treffen, Leute. Und auf dieses Wurmding. Also komme ich gleich dazu. Ich hoffe, das wird cool. Okay, da links geht es auf jeden Fall noch weiter. Seht ihr das hier auf der Karte? Ich kann es kurz mit der Maus zeigen. Hier. Oh, eine Chorusfrucht. Also das ist schon sehr... Diese Geräusche sind schon sehr gewöhnungsbedürftig. Wir sollten vor dem Bosskampf am besten nicht sterben. Weil Bosskämpfe immer ultra schwer sind. Oh, die sind alle verzaubert. Oh Gott. Ich hab doch geheilt, das ist unfair, hallo. Okay, jetzt sind die normalen wieder. Okay. So viel dazu, wir sollten nicht sterben vor dem Bosskampf, ja? Ein Kommentar dazu bitte, dankeschön. Sind wir schneller oder ist das einfach... Fällt das nur mir so auf? Oh, hier sind viele. Oh, hier war so eine blöde Pflanze. Ach komm! Oh Gott! Die geht richtig hart ab. Lieber einmal zu viel heilen, wie einmal zu wenig. Weil man kann ja immer noch warten auf den Heiltrank. Wir sollten nochmal unser... Brian sollte den Hund, der keinen Namen hat, auch wunderschön, und Spooky mal wieder rufen. Und ich springe jetzt hier rüber. Oh. Feuer! Geh weg, komm. Dass der Enderdrache noch nicht alle getötet hat, wundert mich auch. Boah, diese blöde Pflanze, ey. So. Hier gibt es noch Smaragde. Und dann verweilen wir noch mal kurz, weil wir nichts zum Heilen haben. Und es wäre schon gut, wenn wir ein bisschen was haben, wo wir uns heilen können, damit es nicht allzu schwer für uns wird. Na, da hinten, gar, ich sehe das. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir nicht hier lang. Also gehe ich mal hier lang. Hier sind Wachen? Es ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Was ist das da? Ist das wieder so ein Supertrank? Oh ja. Feuer. Ja. Aha. Die Musik. Ich liebe sie. Ich liebe Magier, aber wir sterben. Okay, ich glaube, ich muss es gleich... Also, falls wir sterben sollten, muss ich es doch einfacher machen. Komm, jetzt aber. Wegsmashen hier. Ja! Okay, verweilen. Pause machen. Ich liebe diese Musik. Das ist diese typische Minecraft... Also wenn jemand über Minecraft Dungeons Musik redet, dann redet er meistens über diese Musik, weil die ist so... Die ist einfach... Die ist perfekt. Oh, wir kriegen auch kein Fall Damage. Das finde ich auch ganz gut. Nee. Ich habe gerade einen Magier besiegt. Meint ihr, ihr könnt noch irgendwas jetzt töten? Ich sehe es, komm.
Okay, hier nochmal eine große Fläche. Zack, 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 komm. Ja, so muss das. Okay, ich würde mal einfach weitergehen. Ui, knapp. Nee, nee, da ist eine Wache. Boah. Nein! Bitte stirb. Heil. Oh, nee. Das ist unfair. Ich wurde einfach mitten in die Menge reingesetzt, obwohl... Ach, komm. Steige den Berg hinauf. Ja gut, wir gehen runter. Nein, natürlich nicht. Oh, sind das viele Endermites. Okay. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die ein allzu großes Problem für uns werden. Das Problem ist, wir dürfen beim Boss halt nicht sterben. Weil wir dann halt tot sind. Oh, Vorräte-Kiste. Sehr schön. Wie unfair. Die Pfeile sind einfach runterge... Hä? Das ist fies. Oh, da ist es. Weiß dieses Ding eigentlich, dass wir hier sind, oder? Nicht runterfallen. Wir brauchen hier einen Schlüssel? Okay, wir haben wieder Pfeile. Ich bin schon auf einfachem Schwierigkeitsgrad, hab trotzdem voll die Probleme. Oh, hier ist ein Raid. Nein. Nein, Eisdings. Okay, der Schlüssel scheint auf der anderen Seite zu sein. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel für hier, oder? Ja. Ah, da ist er ja. Hey, wie easy. Jetzt spawnen 10 Millionen Gegner. Ja, ich hab's doch geworfen. Oh. Schnell drücken, okay. Safe. Weiter geht's. Es sieht eigentlich bis jetzt ganz gut aus. Ich spreche so leise, ich weiß. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt besser hören. Hallo? Ah, ich muss rüber. Das sieht schon so nach Boss-Arena aus. Ist es aber nicht. Nein, Enderman. Ja, Andy. Oh, sieht schlecht aus für uns. Hier kommen noch diese anderen Enderviecher, Enderdödels. Okay, wir haben ihn. Es spawnen aber immer noch mehr. Die leben noch. Ja. Ich schleiche mich von hinten ran und hau mich runter. Ha! So. Okay, ein bisschen konzentrieren muss ich mich. Oh, die können uns so abdingsen, sind die Spinnen. Okay. Ich habe deren Angriffsmuster noch nie gesehen. Bis jetzt waren wir schon immer so gut und haben die direkt besiegt. Oh, wenn wir schon dabei sind, Geld mitnehmen. So. Wir haben ja nur 24.000. Boah. Licht blendet ein bisschen. Ist ein bisschen viel Licht. Ja. Nee, du heilst hier keine Verbündeten. Wie sieht denn das eigentlich hier drüben aus? Ich lagge ein bisschen, ich merk's gerade. Aber woran liegt... Hä? Hallo? 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 Woran liegt denn das? Ich weiß nicht, woran das liegt. Halt, ich muss wieder hier rüber. Aber bis jetzt gibt's noch keine Beschwerden, dass mehr als 3 Frames wechseln. Wenn ihr im Stream dabei, weil er weiß, was ich meine. Oh, da ist es schon wieder.
bin ein Freund. Betritt den Turm des Todes? Okay, hab ich. Entriegle das Monumenttor. Ich werde so sterben, aber ich schneide euch das dann gleich nachher zusammen. Falls ich sterben sollte, geht es genau an der Stelle weiter, wo wir gestorben sind. Oh, wo sind das viele? Wo habe ich mich gerade erschrocken? Okay, ich hab's. Hab ich irgendwas gesagt? Entschuldigung. Okay, ich sollte mehr rollen vielleicht. Da kommen noch Bienen, die mir helfen. Pam. Hat das was gebracht? Was ist denn hier los? Wie groß ist denn das Level? Aber okay, gefällt mir. Okay, wir müssen auf jeden Fall alle Gegner besiegen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Hier läuft noch einer. Ach, da! Ich smash ich weg. Oh, nee, wir müssen Millionenknöpfe drücken. Oh nee, wir müssen uns jetzt hier durcharbeiten. Oh, das ist anstrengend. Ah, wir kriegen eine Kiste. Oh, da ist sogar Zeugs drin. Ich habe keine Knöpfe mehr. Hallo? Oder ist hier schon offen? Ah, hier ist schon offen. Okay. Jetzt hier so ein großer Knopf. Mit einer Million Endermites. Ja, aber Endermites sind nicht schlimm. Fuß, ich brauche einen Schlüssel. Ja, aber das ist easy. Hier, die Endermites können hier gar nichts. Oh, schnell raus hier. Oh Gott, nee, so war das nicht geplant. Hallo. Oh, ein Tor-Tür-Dings habe ich entriegelt. Ich habe hier aber drei Türen zur Auswahl. Aus welcher bin ich gekommen? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach da durch. Oh, hier gibt's eine Kiste. Ah, das ist da. Ich weiß, wo wir sind. Okay, egal. Weiter geht's. Die spawnen unendlich, habe ich das Gefühl. Ich glaube, bis wir den Knopf drücken. Oh, es sind nur Endermen, okay. Wenn es halt nur die Endermen wären, wäre es nicht so schlimm. Pam. Vor allen Dingen sind zwei gleichzeitig. Wir werden sterben. Oh! Komm! Smashen! Der ist tot! Nur noch einer! Los, 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 los! Yes! Und wir leben immer noch. Ihr müsst bedenken, wir leben noch. Wir werden die Bosskampf nicht schaffen. Man, I'm so pessimistisch. Okay, jetzt gibt's hier. Aha. Ja, danke schön. Ich liebe dieses Spiel. Habt ihr schon mal erlebt? Ja, wir sind gleich tot. Hey, ich lasse mich hier nicht stunnen. Oh ne, da ist eine Königswache. Okay, wir haben's. Schnell auf die andere Seite. Beziehungsweise sofort zum. Die Tür ist offen. Erkunde die Zitadelle. Hä, ich weiß nicht, wo ich hinfliegen muss.
Okay. Ich fliege jetzt einfach mal geradeaus. Doch, ich muss. Seht ihr das ganz, ganz auf der anderen Seite? Da müssen wir hinkommen. Okay, los geht's. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Da müssen wir hin. Nee, hör auf mich zu hauen. Nee, da ist ein Schalker. Ich hasse Schalker. Oh, wetten, wir müssen wieder so ein Ding mit hochnehmen. Bitte mach das nicht nochmal. Nein, einfach ein Raid, nein. Wir werden so sterben. Es sind ja nur die hier. Oh, Stärketrank. Der ist es super. Wir leben noch, Leute. Sonst sind ein, wenn wir jetzt sterben, sind 21 Minuten umsonst. Oh, bitte. Erkunde die Zitadelle. Joa. Würde ich sagen, Vollgas. Ne, nicht da. Wir gehen mal da lang. Okay, was ist hier? Nichts Besonderes. Da ist ein Schalker. Wir brauchen sie wieder. Hier ist eine Tür. Aber die ist optional, oder? Schalker? Guck mal. Ah, nee, du passt schon. Der hat schon getroffen. Lauf, 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 lauf. Okay, ich hab's. Oh, das war eine schlechte Idee, beides zu machen. Oh, das war eine ganz schlechte Idee. Wir müssen Zeit schinden, Leute. Wir müssen Zeit schinden. Ich habe nämlich geheilt und dann noch den Totem rein. Das Totem rein. Und das ist doof, weil jetzt müssen wir. Jetzt haben wir nichts zum Heilen. Jetzt müssen wir kurz. Ein kleines bisschen warten. Dauert nicht lang. Aber wär halt gut. So. Oh, das ist ein Stück kleiner. So. Wenn wir gerade schon dabei sind, Leute. Peter! Dankeschön. Ja. Ich hasse Schalter. Ist aber eine Tür. Bitte sag mir, dass das alles optional ist. Oder dass man das alles wenn dann braucht. Der hat mich runter... Nö, ich geh wieder zurück. Der hat mich einfach runtergeworfen, als ich rüberspringen wollte. Total unfair von dem. Das sehe ich nicht ein. Was ein Betrug. Okay. Wir sind voll geheilt. Ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo der Pfeil ihn zeigt. Das wird schon irgendwie richtig seine Richtigkeit haben. Okay, hier muss ein Schulker. Nein. Triff meinen Hund nicht, bitte. Okay. Komm mit. Ich hasse es. Fliegen ist das Schlimmste von allem, Levitation. Ich lass mich nicht aufhalten. Oh, wir müssen woanders lang. Yeah.
Als ob. Okay, es kommt. Damit. Hier. Hier hin. Ja. Oh, da ist es. Geh doch weg. Ey, nicht jetzt sterben. Nicht jetzt sterben. Echt nicht. Wir werden sowas versterben. Ich bin so pessimistisch gerade. Nein! Mann! Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich würde mal sagen, wir gehen links rum nach oben. Ich will jetzt echt keine Umwege mehr machen. Weil ich will einfach nur noch hier durchkommen. Nein, nein, nein! Warum? Ich komme da nicht hin. Ey, ich werde sowas von sterben. Wie ist das? Oh. Was? Ja. Spiel, ich hasse dich. Ich mach den jetzt tot, ich smash den jetzt weg. Yes! Okay, 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 okay. Vollste Konzentration, vollste Konzentration. Wir kommen immer noch nicht weiter. Oh Gott, das ist weg. Ich hasse Spiele, die von sowas Gebrauch machen. Ehrlich. Nein, wirft es doch nach links. Öffne das Tor. Wir brauchen Schlüssel dafür. Ich habe keine Ahnung, wo so ein Schlüssel sein soll. Bitte. Ja, ja. Ja, alle weg hier. Das ist mein Schlüssel. Und jetzt spawnen 1 Million Mobs. Ich riech das doch. Oh, es sind aber nur, Name vergessen. Endermites. Die sind machbar. Raschen, 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 raschen. Durchraschen. Als ob das so easy ist. Als ob das so easy ist. Ey, wir sind wirklich. Das ist die Linie vor dem Bosskampf. Das ist mir klar, ja? Aber wir dürfen halt nur noch einmal sterben. Und es hat so eine angenehme Schwierigkeit gerade, dass mir das auch noch gefällt, dass das so anspruchsvoll ist. Oh, 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 die sind schlimm. Die sind schlimm. Okay, okay, komm, 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 komm. Hallo, ich hab noch Pfeile. Da ist ein Enderman gespawnt. Nee.
Ah, da ist ja eh nichts Gutes drin. Ich fänd's gut, wenn die Entwickler so versteckte Kisten einbauen, wo Totem der Unsterblichkeit drin sind, mit denen man einfach einmal überleben kann. Ich weiß, das hat man bedingt mit Emeralds in der Rüstung, aber ich bitte euch. Oh, aber der ist ja easy. Komm, komm, komm. Egal, Endermeizen, egal. Der kann sich heilen. Komm, erste Phase. Was? Ich kann nichts machen, ich werde angesaugt. Mir leid, Mikey. Och Gott. Jetzt werden die ganzen Kabel abgerissen. Also hier nicht Kabel, wie heißt das? Seile. Die das Ding stabil halten sollten. Ja. Ach Mann. 32 Minuten. 32 Minuten. Komplett. Komplett umsonst! Ich hasse dieses Spiel. Ich liebe es. Genau dafür liebe ich es. Ich brauche was zu trinken. Für euch ist das easy. Ihr wartet 2 Sekunden, dann kommt ein nicer Übergang und dann kommt die Cutscene vom Bosskampf. Für mich nicht. Ich muss jetzt diese 30 Minuten noch mal in einem etwas einfacheren Schwierigkeitsgrad. Nicht in einem einfachen, in einem etwas einfacheren. Ich wäre immer noch eine Herausforderung beim Boss haben. Aber das Ganze halt noch mal spielen. Oh, das ist komplett voll mit Sabber jetzt. Toll. Das war eine schlechte Idee. Mann, warum? 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 Also, jeder normale Mensch, der sich irgendwie Gedanken macht, denkt sich, ja, ich sollte jetzt aufpassen. Aber ich konnte mich ja nicht mal mehr heilen. Der hat mich einfach angesaugt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nichts machen. Und dementsprechend konnte ich mich auch nicht heilen. So, hier ist noch ein Gummi, was fehlt. So, jetzt aber. Das finde ich schon bedingt ein bisschen unfair. Aber ich meine ja bloß, ja. Ist ja... Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Seid froh, dass es keine Übersteuerung mehr gibt, seitdem ich die Übersteuerung ausgeschaltet habe. Sonst wären jetzt eure Kopfhörer tot. Ich werde das aber erapen im Nachhinein. Naja. Ich verdiene es nicht, dieses Symbol des Sieges zu tragen. Gut. Mir war aber klar, dass der Boss mich besiegt. Ist trotzdem blöd. Ach man. Ja, ich hatte Hoffnung, dass es vielleicht klappt. Ja, hatte ich. Ich gestehe, ich hatte Hoffnung, dass es funktionieren könnte. Aber so war es dann im Endeffekt nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine kurze. Falscher Knopf. Ich mache eine Pause von der Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. Ich schneide das Ganze. Wenn wir wieder beim Bosskampf sind. Bis gleich. Oh Gott, und epischer Übergang. Bin wieder da. Ich habe nur noch ein Leben. Bin jetzt auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann spiele ich es auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich es da auch nicht schaffe, dann spiele ich es auf dem Abenteuermodus.
Es nervt. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich es probiere. Vorher bin ich auch gestorben, weil ich es noch mal in der normalen Schwierigkeit versucht habe. War ja klar, dass ich da gestorben bin. Und jetzt probiere ich es halt noch mal so. In einem einfacheren Schwierigkeitsgrad. Genau. Also so kann ich ihn nicht damagen. Ja, schön, ich sehe nichts. Ja, ich bin gleich tot. Ich kann ihn doch, ich kann ihn jetzt treffen. Los. Nicht da reinfliegen. Letzte Chance. Wenn ich jetzt sterbe, Leute, dann Abenteuermodus. So schwer ist das doch nicht. Nicht ansaugen. Hier gibt's auch nichts, was mir helfen könnte, ja? Oh, da sind Endermites, die hab ich gar nicht gesehen. Nein! Hallo, geht doch weg! Auf mich zu dashen! Bitte, bitte, bitte. Schön nur auf die Leben gucken. Schießen und dabei einfach bloß auf die Leben gucken. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte schaff es. Bitte, 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 Brian, du schaffst es. Ich bin out of range. Warum sind die Endermilben so stark? Das ist doch nicht normal. Oh, er kommt wieder raus. Los. Ja. Komm, jetzt aber. Oh, ich bin gleich tot. Warum? Warum sind die Endermilben denn so stark? Hallo, hallo, geht doch weg. Yes! Bam! Woo! Sehr schön. Ich hätte vielleicht in der Cutscene nicht reden sollen. Ist mir so egal. Ich habe besiegt. Ich bin der Beste. Und das mit dem Letzten. Wenn jetzt noch irgendein blöder Gegner kommt, der mich tötet. Der Controller fliegt an die Wand. Ich sollte vielleicht doch nicht noch rumlaufen und uns provozieren, gell? Herzensbrecher. Ich schalte mich mal aus. Tschüss. Als das Herz des Ender bezwungen wurde, wurde auch die Oberwelt endlich vom Einfluss der Kugel befreit. Doch auch wenn die Geschichte nun zu Ende geht, ist die Arbeit eines Helden nie ganz getan. Solange es Abenteuer gibt, werden sich Helden auf den Weg machen. Okay, sehr schön. Schönes Ende. Nochmal eine tolle Cutscene zum Schluss. Zwei Stück, um genau zu sein. Was ist unser Preis für die ganzen Sachen? Wächterplagegeister dabei. Die kurzzeitig an einer Seite kämpfen. Okay, also ein neues Haustier. Ja, Schmied, ich komme.
Schmied, ich komme. Unser Bogen ist fertig und unsere Bienen. Was schmeißen wir denn als nächstes rein? Komm, schmeißen wir nochmal die Bienen rein. Und dann noch die Rüstung. Also Leute, sehe ich das richtig? Ist das Ende von Minecraft Dungeons auf meinem Kanal? Nein, natürlich nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Es ist so ein geniales Spiel. Ob wir uns an die Daily Challenges nochmal wagen, weiß ich nicht, weil die sind echt teilweise sehr schwer. Aber hier gibt es einen Dungeon, das weiß ich. Oder? Hier wurde mir noch was angezeigt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken. Auf jeden Fall. Wir haben uns durch jedes DLC durchgeschlagen. Naja. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Und jedes Level bewältigt, was wir bewältigen konnten. Halbwegs zumindest. Und ich muss sagen, dieses Spiel ist ein 10 von 10 Sterne Spiel. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich perfekt. Normalerweise sind die Kamera jetzt. Also, Wahnsinn. Doch. Das letzte Level ist ein bisschen schwer. Ich habe es jetzt halt auf 0,3-fach gespielt und ihr habt ja trotzdem gesehen, dass es extremst schwer war. Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Spaß. Ich empfehle euch das Spiel. Voll und ganz. Kauft es euch, spielt es. Levelt einfach immer Stück für Stück und da könnt ihr die schwereren Sachen auch einfacher stellen. Ja. Ist eigentlich voll traurig, dass es das letzte DLC war. Jetzt gab es ein Jahr lang insgesamt 6 DLCs. Und ich muss schon sagen, jeder DLC war so, hatte schon so Punkte, die cool waren. Jungle Awakens war halt einfach der erste, das war cool. Dann Creeping Winter, Eis, neue Rutschphysik und sonst so Zeug. Howling Peaks. Das Nether DLC. Nein, Howling Peaks hatte teilweise auch sehr schönes Design. Dieses Holz, nordische angehauchte, das hat mir trotzdem gefallen. Auch mit diesen Rätseln, mit der Luft und so. Falls ihr das nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall da oben die Infocard aus. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht genau jetzt aufplöppen. Aber auf jeden Fall ist da die komplette Playlist zu allen DLCs drin. Und die komplette chronologische Reihenfolge. Und Minecraft Dungeons findet ihr auch in der Playlist. Wie wir uns von Level 0 bis zu Level 84, beziehungsweise zum zweiten Mal Level 84 hochgearbeitet haben. Zwischendurch habe ich mein Spiel zerstört. Ich musste es mir neu kaufen. Ich bin blöd, ich weiß. Auf jeden Fall, wir haben es sehr weit geschafft. Wir sind Waffenlevel 113. Das steht jetzt hier nicht, aber das sind wir. Und ich finde es einfach der Wahnsinn. Doch. Es war eine ewig lange Reise. Ich werde alle Parts mal zusammenzählen. Und dann die allerletzte Folge von Minecraft Dungeons, also die hier, wird dann im Titel auch noch die in Klammern nochmal hinter der normalen Folgen, hinter dem Titel, nochmal den kompletten Titel als allerletzte Folge bekommen. Und natürlich, also allein den Stream, den wir machen mit dem gesamten Spiel. Dann werde ich nochmal, ihr seht's, das Ende aller Tage. Da müssen wir uns nochmal durch jedes Level schreiten können. Hier zum Beispiel fehlt uns noch die Geheimmission, die wir aber in unserem alten Spielstand gespielt haben, also auf dem noch nicht kaputten Spiel. Also ich werde das ganze Spiel nochmal im Ende aller Tage-Modus durchspielen. Klar, die DLCs haben wir jetzt schon im Ende aller Tage-Modus, aber ich finde, das sollte nochmal, jedes Ding sollte nochmal ein gesondertes etwas bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, wir sollten, gut, auf dem Standard-Modus jetzt nochmal alles zu machen, ist ein bisschen komisch, aber ich würde nochmal eine extra Playlist anlegen, wo wir jedes Level im das Ende aller Tage Schwermodus nochmal durchspielen, wenn ich die Zeit dazu finde, ich weiß ja nicht.
Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Es war mir eine Ehre, euch dieses wunderbare Spiel zu präsentieren. Noch nie ein so gutes Spiel gesehen. Genau. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Das war's mit dem Let's Play. Es wird noch weitergehen, keine Sorge. Aber das war's mit dem Let's Play zu Minecraft Dungeons. Ich hoffe, euch hat das gesamte alles gefallen. Wenn ja, dann schreibt gerne in die Kommentare, was ist euer Lieblingslevel, was ist euer Lieblings-DLC, wer ist euer Lieblingsboss, also euer Lieblingsgegner, Creeper, wir hassen es, oder sonst irgendwas. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja. Die Musik macht's gerade nicht besser, die ist sehr traurig, aber okay. Bis dann, Leute. Und ciao.